Hallo und willkommen zurück bei Vampires The Masquerade Bloodline, wo wir Ming Zhao. Schau schon. Au! Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht, Schwert in die Hand nehmen und los geht's. Daneben. Au. Dann Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht von mir aus. Komm schon, Geschwindigkeit. Oh, verdammt. Was haben wir hier? Anblut, normales Blut. Benutzen wir zuerst mal das da. Also Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht. Au. Ah, dieser. Diese Ming Zhao. Na komm schon. Was sind das für... Wow. Okay. Stärke, Präsenz, Blutmacht. Daneben. Au. Dann, und jetzt das Anblut. Moment mal. Ja, das Anblut. Ich habe mir gerade überlegt, hä? Warum sollte ich Anblut nehmen? Aber ich kam gerade wieder in den Sinn. Ich habe ja kein Blut mehr. Was? Was hat mich gerade getötet? Na komm schon. Wow. Vielleicht sollte ich die Geschwindigkeit. Wow. Doch noch bei behalten. Daneben. Vielleicht sollte ich sie mit Waffengewalt töten. Na komm schon. Und das Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Ich glaub's nicht. Okay, bis nachher. Also besser gesagt, bis gleich. Ciao. Oh. Hallo und willkommen zurück. Verdammt. Schon leer. Au. Naja, stimmt, das ist nur ein Schuss, Knarre. Verdammt, wie lang sind die ihre Arme?
kriegt sie überhaupt Schaden? Nehmen wir diese Knarre. Ah, verdammt, sie treffen. Hab da. Komm schon. In dem Fall muss ich wieder das nehmen, verlassen und Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht. Na komm schon. Vielleicht funktioniert das so. Au. Okay. Also bis jetzt sieht's gut aus. Bis auf die Tatsache, dass mir die Schüsse ausgehen. Und natürlich auch das Blut. So, benutzen. Und dann. Halalalalala. Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht. Nur noch 4 Schüsse. Okay, dann wählen wir. Dann. Aber hat da. Gut, Geschwindigkeit. Werfen. In Deckung gehen. Dann komm schon. Stärke, Präsenz, Blutmacht, Schwert nehmen und drauf knüppeln. Stärke. Oh, nicht schon wieder hier. Ah, gut. Einen Blut nehmen. Genommen. Geschwindigkeit. Stärke. Präsenz. Blut machen. Und los geht's. Na komm schon. Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht. Daneben.
schon. Ja, ja, Blutbedarf, das weiß ich, das weiß ich. Dank der MH. Gut, dann muss noch mehr an Blut dran glauben. Geschwindigkeit, Stärke, Präsenz, Blutmacht. Komm schon! Die ist fast down, die ist fast down! Ich bin gepackt, voller. Okay. Ja, schöner Abbild ist tot. Und jetzt kommt sie dran. Komm schon. Nur noch ein paar Schläge. Und tot. Tot. Sie ist tot. Sie ist kapiert? Sie wurde vernichtet. Halleluja, Gott im Himmel. Und wo ist jetzt diese Schatulle? Diese. Ah, da. Ah, und jetzt erscheint dieses Teil da. Gut. Also, Moment, Moment. 17 Punkte. Kurzer Moment. Was war dieses Buch hier? Ah, Ausweichen. Gut. Mhm. Ausweichen 4. Gut. Haben wir... Was können wir noch erhöhen? Geschick, Schlüssel knacken, schleichen. Intelligenz, Wahrnehmung. Heimlichkeit ist nur für Schleichen gut. 8 Punkte. Hätte ich in Stärke investieren können. Aha. Ah, da unten. Aha, aha, aha. Und hier, was hat es gemacht? 15% Chance, wahrscheinlich eben natürlich dazu von Rückkehr. Okay. Widerstand ist niedrig. Schaden. Und hier brauchen wir. Ja. 6. Gut. Dann speichern wir. Oh. Wo landen wir jetzt? Where to? Moment mal. Ich brauche Waffen. Also der Portal landet direkt hier drin. Ich brauche Waffen. Bring mich zu Mercurio. You might like this. Now this is not your everyday ordinary pop gun. Only a few people ever get their hands on one of these. Take a look. Sieht tödlich aus. Davon brauche ich auf jeden Fall eine. Aha. Munition voll. Schwachsinn. Ist das für die Dieseltiger? Gut. Wieder gekauft. Vielleicht sollte ich diese Knarre nehmen. Und sonst... Abbrechen. Ah. Wohin? Ich muss zu meiner Zuflucht. Da kann ich mich ein bisschen bewegen und die Sachen nachladen, damit ich mehr nachkaufen kann. So, wo war's? Genau, hier. Da. Nachladen. Und jetzt da. Nachladen. Was haben wir denn noch? Das brauchen wir nicht, das auch nicht. Okay, diese Knarre will ich mitnehmen. Vielleicht ist sie zu etwas Nütze.
Sonst sollte alles gut sein. Obwohl. Ich brauche Waffen zu Mercurio. Mhm. Schon wieder. Connection paid me a visit this afternoon. Popped his trunk and what do you know? Had a flamethrower, a few tanks of spare fuel. It's yours if you want it. But ain't you flammable? Ja, ja. Ich brauche keine Kugel. Lass die Schwachköpfe brennen. Ja, muss ich nochmal kaufen. Und hier. Munition voll. Munition auch voll. Gut, wenigstens das. Where to? Wohin? In meine Zuflucht. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum? Wie ist denn deine Zuflucht? Ganz einfach. Ich muss Blut trinken. Und zwar so ein. Damit mein Blutvorrat gefüllt ist. Und ich bei der Bank also alles auffüllen kann. Where to? Jetzt brauche ich Blut. Need a fix? Ja. Und zwar manchmal an Blut. Fünfmal. Aristokratenblut. Voll. Und dieses Blut hier. Oder doch? Ja, ich glaube, das reicht. Where to? Wohin? Zeit, dass ich es beende. Hey, wer sind Sie? Woher wissen Sie das alles? I drive people to their destination. That is who I am. Remember, wherever we go, it is the blood of Cain which makes our fate. Farewell, vampire. Ah, Moment mal. Ich mag das Schicksal, welches ich in die Hand nehme. Wir sehen uns, Taxifahrer. Aber der weiß also etwas von Cain. See, I don't know what happened, but LaCroix says I'm not supposed to let you up under any circumstances. He says I should escort you out of the building, so I'm afraid you're gonna have to leave. Okay. Okay. Fragen Sie sich doch selbst mal, was wichtiger ist, Ihr Leben oder Ihren unterbezahlten Job? Junk. Ernsthaft? Idiot. Kommt der Fahrstuhl oder? Moment. Oh, wie es scheint, ist der Fahrstuhl da. Ernsthaft? Ihr seid zu schwach. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja kein Blut gekauft. Also doch schon gekauft, aber nicht zuerst etwas ja verbraucht, sagen wir es so. Dann hätte ich mir ein bisschen Geld sparen können. Oh. Für 10. Ja, super. Aber zum Glück bin ich im Schleichen ein Halbgott. Okay, wir sind nicht gerade weit hochgekommen mit dem Fahrstuhl.
Und sie sind wirklich blind. Aber die machen nichts anderes als ihr Job. Das ist nicht wie bei der Leopold-Gesellschaft, oder? Die wissen gar nicht, dass sie für einen Vampir arbeiten. Also werde ich die in Ruhe lassen. Zumindest versuche ich es. Und ob mir das alles gelingt oder nicht, erfahren wir in der nächsten Folge. Und zwar, sobald ich diese Tür betrete. Ciao, Leute!